Guten Tag, ich bin Hermann Stern, der Geschäftsführer von Obermatt und auch der Entwickler der Obermatt Aktienresearch Methode. Ich erzähle Ihnen heute aus meinem Studio, wo ich nun seit der Corona-Krise regelmäßig die Webinars mache zum Thema Aktienaustausch. Hier sitze ich also in der Regel vor meinem Computer. Ich habe eine Beleuchtung links und rechts, damit das Gesicht ausgeleuchtet ist. Und ich habe natürlich auch eine Greenscreen hinter mir, dass man nicht das ganze Studio sieht. Hier kann man nämlich sehr schön einblenden, was immer man will. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und mir gefällt es, dass ich nicht die ganze private Anlage zeigen muss. Wir haben mit dieser Idee der Aktien-Roundtables schon im Herbst begonnen. Wir haben damals überlegt, dass es interessant wäre, wenn man sich gegenseitig zu diesen Aktienthemen austauschen könnte. Wir haben dann Videos aufgenommen, bei uns noch im Büro, mit jungen Menschen, die mit Aktienanlegen beginnen und sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Dann kam die Corona-Krise. Wir wollten eigentlich gerade loslegen. Wir haben schon den ersten Aktien-Roundtable angekündigt und mussten dann abbrechen, weil niemand mehr kommen konnte. Die Idee war dann, das Ganze online zu machen, also vor dem Computer. Und meine Erfahrung nach den ersten paar Sessions, ich würde sagen, es sind jetzt etwa fünf gewesen, war eigentlich eine sehr, sehr gute Erfahrung. Also meine Erfahrungen sind sehr, sehr zufriedenstellend. Gerade gestern, vorgestern war es mittlerweile, ja, hatten wir am 4. Juni eine ganz spannende Aktiendiskussion. Da war Veronique dabei aus England und auch Dani, ein junger Mann aus Deutschland, der gerade ein relativ großes Portfolio übernommen hat, das er nun selber bewirtschaften muss. Veronique ist eine alte Studienkollegin von mir und es war schön, sie wieder auf dem Screen zu sehen. Wir sind dann eingestiegen und haben das gemacht, für was wir diese Aktien-Roundtables eigentlich entwickelt haben. Wir haben die Aktien besprochen. Und dabei ist viel Spannendes herausgekommen. Also zuerst einmal habe ich kurz erklärt, warum ich das Ganze überhaupt mache. Ich habe die Aktien-Research-Methode über die letzten rund 10 Jahre entwickelt. Und zwar deshalb, weil ich kurz nach der Kreditkrise entschieden habe, 2010, 11, mein Geld auf meine eigene Art und Weise anzulegen. Ich will nicht dem Hype nachrennen, also dann Technologieaktien kaufen, wenn alle Technologieaktien kaufen. Ich will nicht die letzten Aktientipps aus den Zeitungen lesen und dann etwas kaufen, das gerade alle kaufen. Und ich will schon gar nicht diejenigen Dinge kaufen, die offensichtlich sind. Sondern was mich eigentlich interessiert, sind Aktien, die man vergessen hat. Und wie findet man solche Aktien? Nun, Aktien, die man vergessen hat, die haben die Eigenschaft, dass sie nicht so teuer sind, weil man hat sie ja vergessen. Das heißt, es kaufen nicht so viele Leute Aktien. Und diejenigen Aktien findet man, indem man die Größe des Unternehmens mit der Marktkapitalisierung, also dem Aktienpreis mal die Anzahl Aktien vergleicht. Je günstiger ein Unternehmen ist im Vergleich zur Größe, desto eher hat man es vergessen. Und aus dem ist dann der Value-Rang entstanden. Das ist für mich immer der Ausgangspunkt bei jeder Aktiensuche. Hat das Unternehmen einen attraktiven Wert? Ja, und Aktien, die auf diese Art und Weise gefunden werden, die haben die Eigenschaft, dass sie eben eher günstig sind. Guter Value, sprich mal. Dann habe ich mir gesagt, ist das eigentlich noch nicht genug, weil es gibt Aktien, die haben einen guten Value, die haben aber auch sehr viele Schulden. Das heißt, man hat ein gewisses Risiko. Und Profis empfehlen in der Regel, Aktien nicht zu kaufen, die zu stark verschuldet sind, weil wenn es dann schief geht, dann leiden solche Aktien immer am meisten. Also haben wir den Sicherheitsrang definiert, der aus Bilanzkennzahlen diejenigen Punkte herausnimmt, die darüber Auskunft geben, ob das Unternehmen hoch verschuldet ist oder eben nicht so viel Schulden hat im Vergleich zur Profitabilität oder auch im Vergleich zur Größe. Und dann kommt halt etwas, das immer wieder gefragt wird. Und zwar, ja, was macht denn das Unternehmen? Wächst das? Kann ich da erwarten, dass das so richtig schön abgibt? Oder ist das Unternehmen stabil oder vielleicht sogar am Heruntergehen?
Um das zu ermitteln, verwenden wir die Wachstumsränge. Das sind aber schwierige Ränge, denn sie erzählen nur etwas über die Vergangenheit. In der Regel ist es so, wenn Unternehmen günstig sind, also einen guten Value-Rang haben, dann sind die Wachstumsränge in der Regel nicht so gut, weil das Unternehmen gerade eine Krise hat und eben deshalb nicht so spannend ist. Nun, ich habe zuerst begonnen mit einer Top-10-Liste, um Aktien zu finden, die mich interessieren, und habe für etwa 100 Märkte Top-10-Listen auf unserer Webseite veröffentlicht. Das war der erste Schritt, und die ersten paar Aktien, die ich ausgewählt habe, habe ich aufgrund der Top-10-Listen, die wir gerade veröffentlicht haben, ausgewählt. Und ich versuchte dann auch gerade zeitgleich mit diesen Top-10-Listen meine Aktienempfehlung zu machen. Das hatte praktische Probleme, wir mussten diese Videos extrem schnell produzieren, aber das hat mit der Zeit auch nicht wirklich Spaß gemacht. Da bin ich auf eine andere Methode gekommen. Und zwar habe ich mir gesagt, ich möchte es eigentlich besonders einfach haben. Ich möchte ja nicht mehr als einmal im Monat, vielleicht nur alle zwei Monate, Aktienentscheidungen treffen, denn ich bin nicht der Typ, der sich wirklich dafür interessiert. Ich finde das nicht faszinierend. Mich interessiert es nicht, ob jetzt eine Aktie gerade rauf geht oder runter geht, sondern was mich interessiert ist, ist das eine Aktie, die ich langfristig über 10, 20 oder vielleicht sogar 30 Jahre in meinem Portfolio haben möchte. Und aus diesem Grund will ich das auch nicht so häufig anschauen. Und daraus sind dann diese Custom Top 10, also die persönlichen Top 10 Listen entstanden, die alle Premium-Abonnenten bei uns erhalten. Einmal im Monat kommt ausgewählt aufgrund des Landes, wo der entsprechende Abonnent sitzt, kommen Empfehlungen für Aktien, die gerade für eine solche Person, die dort ansässig ist, spannend ist. Das sind unsere Custom Top 10. An der Praxis ist es dann gescheitert, weil ich oft selber die Initiative ergreifen wollte, und das war nicht unbedingt gerade dann, wenn die Custom Top 10 mir vorgestellt wurden. Das ist vielleicht für Sie anders, vielleicht können Sie sich sagen, am einfachsten ist es, wenn ich nur gerade dann, wenn solche persönlichen Top 10 Listen kommen, Aktie kaufe. Das ist durchaus denkbar. Es war aber für mich ein Problem, weil es gibt sehr oft die Situation, dass die Leute auf mich zukommen und sagen, was würdest du denn gerade jetzt kaufen? Und aus diesem Problem ist der Aktienfilter entstanden. Heute kann ich also nach Aktien suchen und mir zum Beispiel sagen, also jetzt gerade während der Corona-Krise, wo es sowohl in China wie in den USA ein bisschen ungemütlich wird, da will ich vor allem in Europa investieren. Und dann kann ich Europa auswählen als Region, die mich interessiert, und kann alle Aktien anschauen, die es in dieser Region gibt. Und das machen wir dann auch im Aktienroundtable. Und der Aktienroundtable ist jetzt etwas, der ist erst vor kurzem entstanden. Da haben wir uns überlegt, es wäre eigentlich interessant, kurz zu diskutieren, welche Aktien überhaupt spannend sind. Als ich dann das erste Mal gemacht habe, ist mir aufgefallen, wie viele gute Ideen von anderen Menschen kommen, die sich mit dem gleichen Thema befassen. Und das ist auch vorgestern der Fall gewesen. Also am 4. Juni, als ich mit Deutschland und mit England auf unserem Aktienaustausch-Roundtable war, da hat Veronika aus London gesagt, Aviva finde ich eine super spannende Aktie, die interessiert mich sehr. Was hat sie sonst noch gesagt? Und was sie auch interessiert hat, ist Schwab, der amerikanische Broker. Fand ich extrem spannend, weil es sind beide Unternehmen mit extrem gutem Value, sind also günstig heute zu haben. Und eigentlich sind es auch Unternehmen, die eine Zukunft haben. Versicherungen, denke ich, werden wir noch lange brauchen. Es kann aber gut sein, dass sie heute wegen der Corona-Krise gerade sehr, sehr günstig sind, weil alle Angst haben, dass die Versicherungen bluten werden. Nun ist das sicher so. Es ist aber auch so, dass Versicherungen gerade dann, wenn die Risiken groß erscheinen, in der Lage sind, wesentlich höhere Prämien zu verlangen. Es ist also eigentlich eine gute Zeit für Versicherungen jetzt. Und wenn ich dann sehe, dass Aviva und Dani, der sich aus Deutschland zugeschaltet hat, hat Allianz gekauft. Also wenn ich
Aviva, Allianz, AXA, das waren die drei Versicherungsunternehmen, die genannt wurden, anschaue, dann sind das Firmen, die wirklich spannende Value-Ränge haben, also relativ tiefe Preise. Dann kam noch die Idee von Dani aus Deutschland, der eben auch in den USA investiert. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass heute HP, Hewlett-Packard, das Technologieunternehmen, Hardware-Technologieunternehmen primär, machen aber auch viele Services immer mehr, dass HP sehr, sehr günstig ist und dass auch Intel sehr günstig ist. Das sind zwei Unternehmen, die meines Erachtens einen ausgezeichneten Ruf genießen. Und sie sind heute günstig zu haben. Fand ich auch sehr interessant. Und dann kam das Verrückte an diesem Aktienroundtable, dass ich eigentlich damit begonnen habe zu sagen, ich fühle mich nicht wohl. Die Menschen sind heute viel zu optimistisch. Sie denken, der Virus ist vorbei, wir können wieder raus. Es ist nur noch die Frage, wann hört der Lockdown auf und dann wird es mit der Wirtschaft so weitergehen. Und ich vermute, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich vermute, dass die Börse in diesem Hinblick, in diesem Aspekt zu optimistisch ist. Und wenn die Börse zu optimistisch ist, heißt das, wir alle sind zu optimistisch. Ich unterscheide mich also hier plötzlich ganz klar von der allgemeinen Meinung. Nun wollte ich Aktien identifizieren, die ich verkaufen kann. Und das Verrückte ist, ich habe in meinem Portfolio, das ich angeschaut habe, ich glaube, ich habe eins der zwei Portfolio angeschaut, an diesem Aktienroundtable und habe sicher etwa 40 Aktien in diesem Portfolio gefunden. Und ich muss sagen, alle Aktien waren mir sympathisch. Die Aktien hatten teilweise gute Value-Ränge, waren in traditionellen Branchen, die ich meine, werden in Zukunft gebraucht. Oder dann waren sie teuer, das gibt es natürlich auch, aber sie waren in zukunftsträchtigen Branchen. Solartech zum Beispiel. Andere Hightech-Unternehmen, Logitech zum Beispiel, die meines Erachtens eine gute Zukunft haben werden. Die wollte ich auch nicht verkaufen. Und das Verrückte, das Paradoxe war, dass ich, obwohl ich verkaufen wollte, einfach gar keinen guten Grund fand, etwas aus meinem Portfolio zu verkaufen, weil ich hinter all diesen Aktien stehe. Und das ist meines Erachtens auch ein wirklich guter Vorteil gegenüber den Indexfonds, den ETFs. Weil wenn Sie ein ETF in Ihrem Portfolio haben, dann wissen Sie in der Regel gar nicht so recht, was da dahinter steht. Welche Aktien sind da eigentlich überhaupt in diesem ETF drin? Und es fällt einem viel leichter, einen anonymen ETF, den man sowieso nicht so genau kennt, auch wieder zu verkaufen. Und dann passiert etwas, das für die langfristige Wertentwicklung des Portfolios sehr, sehr schlecht ist. Wer nämlich verkauft, wenn es nicht gut läuft, der ist in der Regel zu spät, um wieder einzusteigen, wenn es wieder gut läuft. Und das bedeutet, dass diese Menschen, die in die Märkte hineingehen und auch wieder hinausgehen, in der Regel deutlich weniger Rendite haben als diejenigen Menschen, die investiert bleiben. Und so blieb ich denn auch investiert. Und ich habe jetzt die paradoxe Situation, dass ich Intel, HP, Schwab, Aviva, Allianz, AXA, alles Aktien finde, die ich eigentlich sehr gerne kaufen möchte. Aber dass ich momentan einfach das Gefühl habe, die Börse ist zu optimistisch. Und dann mache ich jetzt nun etwas, das ist meine Lösung, das meines Erachtens kein Problem ist. Ich warte noch etwas ab. Es wird nicht so sein, dass in den nächsten 2 Monaten die Aktienmärkte verrückt spielen und sich nochmals verdoppeln. Mit größter Wahrscheinlichkeit habe ich nicht einen großen Renditeverlust, wenn ich entscheide, einen Kaufentscheid etwas hinauszuzögern. Und das ist das, was ich jetzt mache aufgrund dieses Aktienroundtables. Und damit komme ich zum Schluss. Was mir besonders gefällt heute am Aktienroundtable ist, dass er mir enorm Zeit spart. Ich schalte mich ein für eine Stunde, sogar ich selber, also ich organisiere das Ganze. Es kostet mich für die Organisation vielleicht 15 Minuten. Die Plattformen machen das alles automatisch. Ich investiere dann eine Stunde und ich tausche mich aus mit wirklich kompetenten Menschen, die hinter ihren Entscheiden auch stehen, denn sie kaufen die Aktien, die sie dann schlussendlich auch in diesen Aktienroundtable einbringen. Das ist für mich ein perfektes Umfeld, relativ schnell eine Entscheidung zu treffen. Aufgrund des letzten Aktienroundtables gab es 6 Aktien, die ich kaufen wollte.
Und ich habe nur eine Stunde investiert, um wirklich diese Kaufentscheide auch so weit gebracht zu haben, dass ich davon überzeugt war. Deshalb finde ich diese Aktien-Roundtables, diese Aktien-Besprechen-Seminare sehr, sehr gut und ich werde sie auch weiterhin machen. Ich achte aber darauf, dass wir es nicht zu oft machen. Ich finde, einmal im Monat genügt, denn ich will die Leute nicht motivieren, zu oft über ihre Aktien nachzudenken. Weil wir wissen alle, wenn man das macht, wenn man zu oft darüber nachdenkt, macht man zu viele Transaktionen, die zu oft falsch sind. Also heute, nachdem ich die Top 10 Listen ausprobiert habe, die Custom Top 10, der Obermatt Aktienfilter, der heute wirklich gut filtert, ich bin begeistert, wie er das macht. Heute sage ich mir, dass es eigentlich genügt, wenn ich mich einmal im Monat hinsetze, die aktuellsten Ränge anschaue, kurz bevor dieser Aktien-Roundtable stattfindet und dann in diesem Online-Seminar mich über diese Aktien austausche. Und es ist schon oft vorgekommen, dass ich in diesem Online-Austausch dann etwas gekauft habe, das bei mir gar nicht auf dem Radar war, das mich aber sehr überzeugte, weil jemand darauf hingewiesen hat, dass das ein Unternehmen ist, das eigentlich attraktiv ist, das eigentlich wirklich ein gutes Unternehmen ist, aber eben in der Börse vernachlässigt wurde. Nun, so gehe ich vor. Das ist meine Entscheidung, wie ich in Zukunft Aktien kaufen möchte, nämlich jeweils in diesen Online-Seminaren. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Methode.